Schicke. Zweiten Teil. Könnt ihr es skippen? Also, hallo Leute. Endlich gibt's heute das Video, was wir euch versprochen haben zum Thema Schauspielerei, wie es bei uns am Set war. Und wir werden auch ganz viele Fragen von euch beantworten. Und deswegen haben wir uns alles Mögliche rausgekramt, was wir von dieser Zeit wirklich noch finden konnten. Fangen wir mit den Fragen an. Ja, also wir haben wieder ein paar Fragen zusammengesucht, weil wir ja gesagt haben, ihr könnt uns auch mal alles fragen, auf was ihr so Bock habt, auch mal wegen bezogen auf Honey Nanny und die Drehzeit, die wir hatten. Genau. Ja, ich fange vielleicht mal an. Also Caroline Wegent hat gefragt, ist es schwer, ein Skript auswendig zu lernen? Wie lange braucht ihr dafür? Ja, und zwar, vielleicht zeigen wir euch das gleich mal, was wir da für Skripts haben. Ja. Der dritte Teil, glaube ich, am fettesten. Ja, der dritte Teil. Und zwar gibt es da auch noch überall diese gelben Seiten drin, falls ihr das erkennen könnt. Hier so. Genau. Das sind die Korrekturseiten, die wir da haben. Und das ist eigentlich, wir kriegen am Anfang kriegen wir so ein fettes Drehbuch vorgelegt. Dann treffen wir uns, bevor der ganze Dreh losgeht, zum sogenannten Workshop und lesen alle gemeinsam dieses Drehbuch durch. Und jeder liest seine Rolle, es werden Fragen gestellt, ob man da auch den Text ein bisschen umändern kann. Und dann gibt es zusätzlich immer mal wieder, das hört eigentlich nie auf, gibt es dann diese sogenannten gelben Seiten. Das sind die Korrekturseiten und die muss man dann einheften und ja. Und das war eigentlich gar nicht schwer, das auswendig zu lernen, denn so viel es auch aussieht, wir haben natürlich an einem Tag nicht zig Szenen gedreht, sondern an einem Tag mal 2 oder 3 Szenen gedreht. Im Endeffekt dreht man dann eine Szene an einem Tag, die vielleicht im Film 1 Minute lang geht. Ja. Das ist eben mit so viel Aufwand verbunden, dass du dann an diesem einen Tag überhaupt nicht so viel Text lernen musst. Dann hast du vielleicht in der einen Szene ein paar Sätze zu sagen. Und diese Sätze lernen wir immer einen Tag zuvor. Also die lernen wir genau einen Tag zuvor und das geht total klar. Ja. Mit unserem Coach, der Gudrun Barmann, haben wir das gelernt. Genau, jetzt war hier zum Beispiel mal die Frage von 11 Borussen 22, was auch immer, ich kann es nicht aussprechen. Jedenfalls war die Frage, ob wir immer noch Kontakt haben zu den anderen Honey-Honey-Schauspielern. Und das ist einfach so bei uns, dass gerade jetzt der dritte Teil mit den ganzen Schauspielern aus dem dritten Teil, wir einfach so viel Kontakt noch haben und die waren ja auch teilweise im zweiten Teil dabei. Genau, wie zum Beispiel jetzt Aline Kötter. Die ist ja vom ersten bis zum dritten Teil auch dabei geblieben. Oder Nele, Lulu. Genau, Nele vom zweiten Teil auf dem dritten Teil, Lulu vom zweiten auf dem dritten Teil. Ja. Und dann haben wir halt einfach so auf WhatsApp oder so, dann schreiben wir uns mal an. Und was wir auch immer wieder versuchen, klar, es ist ein bisschen schwierig, weil ein paar in Berlin wohnen, andere woanders und so, das ist alles verstreut. Aber wir versuchen hin und wieder uns immer zu treffen, einfach mal so 2-3 Mal im Jahr oder so, ja, weil wir einfach viel zu erzählen haben und einfach bei jedem sieht die Karriere jetzt anders aus und es ist auch immer schön, wenn man sich sieht, man fängt eigentlich immer da an, wo man aufgehört hat. Es verändert sich nicht viel, natürlich verändert man sich selbst, aber wir verstehen uns immer noch so gut und wir können uns einfach alles sagen, wir sind so ziemlich so immer so. Gut, dann habe ich noch eine Frage von Aylina. Sie hat gefragt, wie kann man im Film weinen? Muss man sich da in die Rolle versetzen? Ich auch. Oder sich vorstellen, dass es ein echtes Leben wäre oder wie geht das? Also ich musste ja besonders im dritten Teil ziemlich viel weinen und anfangs habe ich auch total Panik gekriegt und so, aber mein Coach hat mir von Anfang an gesagt, Vorsicht, stell dich nicht vor den Spiegel, weil wenn man sich selbst sieht, dann achtet man immer auf seine Mimik, die man macht und versucht sozusagen gezwungen zu weinen oder so. Und das ist natürlich nicht echt dann. Das muss alles echt kommen, weil man muss die Rolle sein. Und wenn man dann darauf achtet, dass sich die Mimik verzieht, ist die Mimik nicht echt. Deswegen muss man alles sozusagen selbst fühlen und dann verändert sich die Mimik von ganz alleine. So wurde uns das in der Theorie beigebracht. Praktisch ist es natürlich ein bisschen schwieriger dann noch, aber ich habe das eigentlich immer so gemacht, dass ich irgendwie an was Trauriges einfach gedacht habe. Es ist wirklich so, du musst in diesem Moment einfach allein gelassen werden, ganz alleine, und du denkst einfach an was super Trauriges. Also ich habe eigentlich immer an meine Familie gedacht, dass ich die vermisse, weil die natürlich nicht da war über die langen Wochen hinweg, oder habe natürlich dann auch irgendwie an schlimme Erlebnisse gedacht oder einfach an schlimme Sachen, die uns natürlich nicht passiert sind, aber die vielleicht passieren können, sonst sowas. Dann versetzt man sich da ganz schnell rein und dann kommen einen automatisch einfach die Tränen. Und es war wirklich so, die haben mich dann in Ruhe gelassen und ich habe geheult wie noch was. Und sofort, als
die dann die ersten Drehen gesehen haben von mir, okay, wir drehen jetzt. Und dann war alles ruhig und ich saß da und habe geheult und geheult und geheult. Und die haben einfach mich nicht angesprochen und haben sofort gedreht. Und ich habe anscheinend auch viele Leute beim Set zum Tränen gerührt einfach, weil ja, es alles echt war einfach. Also, es war eine allgemeine Frage, die haben mehrere gestellt. Einfach, wie wir zum Schauspielern gekommen sind. Ich glaube, aber das haben wir auch schon mal in einem anderen Video gesagt. Aber kann ich gerne nochmal sagen. Also das ist einfach so, dass bei uns war das zwar nicht so, aber generell braucht man für sowas eigentlich eine Agentur. Und die findet man überall. Gibt es einfach im Internet Schauspielagentur ein und dann kommen sich Agenturen, renommierte, weniger renommierte, keine Ahnung, bekannte, weniger bekannte, was weiß ich. Auf jeden Fall, das ist wie mit einem Job, man ruft an, keine Ahnung, man schreibt eine E-Mail, man bewirbt sich und keine Ahnung, ich weiß gar nicht, dann ist eben halt die Frage, dann wollen die deine Vita sehen. Was hast du gemacht? Hast du überhaupt schon mal was gemacht? Wo passt du rein? Ist dein Typ gesucht? Das ist nämlich auch immer eine Typfrage. Genau, ich habe noch eine Frage von Nilami. Wie reagieren Mitschüler darauf, dass ihr Schauspieler seid und sogar schon im Kino zu sehen wart? Ich soll sie grüßen. Liebe Grüße. Und ja, unsere Mitschüler, also wir haben ja die Schule gewechselt, aber zuvor auf unserer alten Schule war das dann so, als wir sind nachher an die Teil 1 auf die Schule gekommen und es war natürlich am Anfang komisch, weil alle um uns also auf Gymnasium. Ja, ja, wir waren genau. Davor schon auf der Grundschule. Ja, ja, wir auf der Grundschule und dann haben wir an die Teil 1 gedreht, sind dann aufs Gymnasium gekommen und da kannte uns halt dann irgendwie jeder. Und es war ziemlich komisch, weil man wusste nicht, okay, sind das jetzt deine richtigen Freunde oder wollen die das nur, weil du vielleicht jetzt ein bisschen Erfolg hattest oder so. War schwierig. Im Endeffekt haben wir natürlich alle richtige Freunde meiner Meinung nach gefunden. War auch eine schöne Zeit. Irgendwann hat sich jeder dran gewöhnt. Ich habe eine Frage an dich. Kannst du eigentlich wirklich Cello spielen, Jana? Ja, also im ersten Teil musste ich ja Cello spielen. Und ich glaube, die haben da sogar Musik drüber gelegt, weil ich habe zusammen mit Katharina Thalbach sie saß am Klavier und ich am Cello. Es war eine Szene, wo wir dann gemeinsam gespielt hatten. Und es klang so furchtbar, weil ich wirklich so da saß so und sie dann so total enthusiastisch, so richtig so, ja, spiel! Und sie konnte halt auch nicht so wirklich Klavier spielen, einfach irgendwelche Tasten gedrückt. Es war so geil. Ja. Und ich saß dann da so mit diesem Cello so, boah, macht das Spaß. Und im Endeffekt einfach nur so richtig Trommelfell kaputt gemacht. Es hat einfach mega Spaß gemacht, aber davor habe ich Cello-Unterricht bekommen. Und zwar noch bevor der Film angefangen hat, habe ich dann einen Privatlehrer bekommen, der dann wirklich zu mir nach Hause gekommen ist. Und dann hatte ich irgendwie zweimal die Woche Cello-Unterricht. Der hat mir dann beigebracht, wie ich das halte und wie ich da sitze und wie es cool aussieht. Die Luftballonbewegung irgendwie so, ja. Und wir haben auch Hockey-Training bekommen. Also Jana und ich mussten dann auch immer ins Hockey-Training bei uns gehen. Weil wir halt alles lernen mussten. Im ersten Teil waren wir begeisterte Hockeyspielerinnen. Hat aber Spaß. Ich musste es auch lernen, obwohl ich die ganze Zeit nur hinfallen musste. Ja, ich musste es auch lernen. So voll blöd. Ich habe noch eine Frage von der Sabrina Häuser. Die hat gefragt, wenn ihr an einem Tag am Set einen anderen Job machen würdet, welcher Job wäre das? Ich glaube Catering. Ich stehe auf Essen. Nein, und Regisseurin natürlich. Regisseurin, ja. Auf jeden Fall. Also das ist auch die Richtung, die ich studieren möchte. Schauspielerei, Regisseur, sowas. Mhm. Und das ist geil. Du hast einfach so das Sagen. Du kannst einfach alles an der Szene so umsetzen, wie du es gerne hättest. Du kannst deiner Fantasie vollen freien Lauf lassen und arbeitest halt ziemlich viel mit dem Kameramann zusammen, wie du die Kameraeinstellungen haben möchtest und so. Und hast natürlich dann immer so einen kleinen Bildschirm, wo du dann siehst, wie es gerade gedreht wird und das ist cool. Also ich glaube, als allererstes Regisseurin und dann, ja. Noch eine Sache auf Instagram war jemand, und zwar x unterstrich, also einfach mal, weil ich dich liebe, so heißt sie. Und zwar hat die uns sau den süßen Text geschrieben, ja, den wir uns durchgelesen haben und ich habe den gescreenshottet. Das ist einfach mal 3 Seiten auf meinem Handy. Wir wollten wirklich Danke sagen. Ja, das war mega süß. Wirklich süß. 1000 Herzen. Voll süß. Dankeschön. Und dann war es erstmal so. Wir waren im Hotel, haben dann halt da gepennt und am Morgen ging es dann los, 7.45 Uhr, ganz früh, ganz, also relativ früh, zur Schule stehen wir immer noch früher auf. 5.20 Uhr. Ja, auf jeden Fall mussten wir dann raus, das heißt, jeder hat eine Dispo bekommen, wann er aufstehen musste und wenn wir Glück hatten, waren das alle von den Kids.
Das heißt, dann ging es erstmal runter. Das Geile war, wir mussten uns nicht fertig machen. Das heißt, höchstens Zähne putzen, Gesicht waschen und normale Klamotten anziehen, also nicht im Schlafanzug. Und dann ging es runter zum gemeinsamen Frühstück, was total geil war. Ja. Weil wir waren im Maritimhotel, was saumäßig schön war. Und es war auch wirklich immer das Gleiche, was wir hatten. Immer, jedes Jahr. Es war so schön. Es war immer das Gleiche. Und dann saßen wir im Frühstückssaal und dann gab es da alles von Bacon zu Rührei. Du konntest da wirklich deine ganzen Wünsche aussprechen. Und dann waren wir am Set und dann hatte jeder seinen eigenen Wohnwagen. Also wir haben sich immer zwei Leute einen Wohnwagen geteilt. Mhm. Also Jan und ich hatten dann unseren eigenen Wohnwagen da. Das war auch wirklich nötig, weil man hat sich wirklich lange am Set aufgehalten. Ja. Dann hat man erstmal die Klamotten bekommen, musste sich umziehen. Dann musste man warten, mindestens eine Stunde. Dann hat man halt gespielt, zusammen mit den anderen gegessen. Ja, genau. Frühstück nochmal. Und dann ging es in die Maske. Mhm. Immer nacheinander natürlich. Wurdest du geschminkt, hast die Frisur gemacht. Man musste immer gucken, dass es vom Anschluss passt. Das heißt, die Klamotten, die du dann an dem Tag, wo du weiter drehst, auch getragen hast, die Frisur, die du da getragen hast an dem Tag, das Make-up, alles Mögliche. Und dann wurden wir von den Setrunnern dort, die wir alle total geliebt haben, wurden wir immer abgeholt, wurden wir ans Set gebracht. Jetzt zum Beispiel, wenn wir im Schloss gedreht haben, natürlich mega geil, wurden wir immer in unser Spielzimmer gebracht, wo wir gespielt, wo wir dann gewohnt haben vor Ort und so. Und ja, dann hat man sich besprochen mit der Regisseurin, wie sie es gerne hätte. Dann durftest du wieder zurückgehen, weil dann die Kameraeinstellungen gemacht wurden, das Licht gemacht wurden. Dann hattest du wieder eine Stunde Pause und durftest du wieder hin. Und dann hast du gedreht, die erste Kameraeinstellung. Die hast du vielleicht im Durchschnitt, keine Ahnung, fünfmal, sagen wir mal, im Durchschnitt gedreht, die eine Szene. Du hast mehrere Kameraeinstellungen, durchschnittlich auch so 3-4 Kameraeinstellungen in der Szene, würde ich sagen. Genau, die du dann drehst an dem Tag und dann dauert es schon mal. Ich weiß noch, die eine Szene, ich glaube beim ersten Teil, hatte Jana so viel Text, wirklich so viel Text und wir mussten es immer wiederholen. Das war in der Mensa und dann war es halt noch die Tatsache, einfach, dass so hunderte von Mädchen noch mit in dieser Mensa saßen, was auch total geil war, weil die alle leise waren, im Film reden die ja alle. Wenn wir dann eben fertig waren mit dem Drehen, dann war es halt so, wir wurden wieder abgeholt und wurden wieder ins Hotel gefahren und ab da war dann, wenn jetzt nicht unbedingt noch was dazwischen gekommen ist, Freizeit. Das heißt, statt shoppen, wir hatten einen Pool im Maritim. Das war so cool. Wir haben immer Improvisation gemacht, wir haben es immer Impro genannt. Wir hatten unseren eigenen Raum, wo wir halt immer unseren Text gelernt haben. Und abends haben wir immer Impro gemacht. Wir haben uns unsere eigenen Sachen ausgedacht und wirklich haben mehrere Stunden alleine als Kids in diesem Zimmer verbracht und haben improvisiert. Einfach nur geschauspielert, improvisiert die ganze Zeit und das haben wir jeden Abend gemacht. Und ganz am Ende vom dritten Teil, als wir wussten, okay, es geht alles zu Ende und es wird wahrscheinlich kein vierter Teil mehr gedreht werden, was so traurig war, haben wir Kids uns alle zusammengesetzt und haben einen Song komponiert. Hier, ewig, ewig lange, keine Ahnung wie lange, und mit Gitarre und haben alle diesen Song gesungen. Mit unseren Erlebnissen da drin, wie der Tagesablauf war, haben Leute von der Crew dort genannt und haben es bei ihm bedankt und wie schön alles war. Es gibt auch noch ein Video davon, wie wir das dann vorgesungen haben. Die haben sich alle so gefreut, richtig gefreut. Was man noch dazu sagen musste, es gab immer zwei Feste, also es ist generell bei Dreharbeiten, weil für Kinofilme glaube ich so, es gibt ein Bergfest. Und zwar ist es eben, wenn man eben die Hälfte des Drehs geschafft hat, dann gibt es irgendeine Mega-Party, wo man, keine Ahnung, in einen Café geht, Club und abends sich da trifft und dann sich alle wirklich schick machen. Und das heißt halt Bergfest, da wird einfach mal gefeiert. Gegen Ende gibt es eben das Abschlussfest, wo sich alle treffen und zusammen Party machen. Wirklich, wo auch alle versuchen immer da zu sein und da haben wir eben diesen Song. Genau, auf dem Abschlussfest. Und zwar war das bei jedem Teil so, dass man sich dann getroffen hat und wirklich die ganze Crew Fotos gemacht hat. Das war jetzt zum Beispiel vom ersten Teil. Da unten sind Jana und ich, halten so die Klappe. Und es ist vom zweiten Teil gewesen. Das war da, als La Fee gesungen hat an einem Tag. Hier irgendwo, genau, da halte ich die Klappe in der Hand. Jeder dieser Schauspieler, also von unseren Schauspielkids, sag ich mal, hatte so ein Buch, wo wir dann die schönsten Erinnerungen festgehalten haben. Also wir haben das Buch wirklich durchs ganze Set rumgegeben und einfach jeder, der mitgewirkt hat, haben wir uns einfach gewünscht, dass sie da reinschreiben. Und das haben so viele gemacht, das ist nicht das mehr... Das Buch ist voll. Hatten wir ein Fotoshooting, Jana und ich,
Die Anja Kling. Anja Kling hat reingeschrieben. Das Bild haben wir mit unserer Cousine auf unseren Fake-Handys gemacht. Ja, wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben. Und noch wegen anderen eventuell kommenden Videos. Ihr könnt uns auch auf YouTube unter die Kommentare schreiben. Und zwar haben wir gedacht, wir machen so Follow Me Around, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Aber wir gehen 2 Wochen nach Kos. Also wir fliegen mit unseren Freundinnen ganz alleine. Und wir haben gedacht, falls ihr Bock hättet, dass wir euch so ein paar Eindrücke machen oder dass wir euch einfach mal mitnehmen, euch zeigen, wie wir unseren Urlaub so verbringen werden. Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr drauf Bock hättet und dann würden wir das vielleicht machen. Also hoffentlich hat euch das Video gefallen. Bis zum nächsten Video, würde ich sagen.